Das Häkelmuster Kleine Kometen ist ein tolles Mützenmuster und benötigt eine Maschenzahl teilbar durch 6. Ich schlage hier also 30 Luftmaschen an und häkle dann noch 2 Wendeluftmaschen. Beim Wenden steche ich in die dritte Masche ein und wir beginnen mit 4 Reihen fester Maschen. Also in jede Masche eine feste Masche. Es werden eigentlich bis auf das Muster nur feste Maschen gehäkelt. Es ist ein wirklich einfaches Muster, das auch Anfänger einfach schaffen. Also eine Maschenzahl teilbar durch 6 und zu Anfang 4 Reihen fester Maschen. Das Wenden bei den festen Maschen machst du eine Wendeluftmasche, die Arbeit wenden und gleich von der ersten Masche weg in jede Masche eine feste Masche, damit du immer die gleiche Maschenzahl behältst. Und auch achten darauf, dass du wirklich die letzte Masche noch erwischt. Nach 4 Reihen fester Maschen wird die Farbe gewechselt und es geht weiter mit einer Wendeluftmasche und festen Maschen und einem halben Motiv, das heißt 3 feste Maschen. In die vierte Masche auch noch, durch die vierte Masche auch noch den Faden holen und nun 2 Maschen zurück, also davor in der Reihe darunter einstechen, Faden durchziehen und den Faden so hochziehen wie die Reihe. Eine Masche darunter die nächste, in die nächste Lücke einstechen, noch eine Reihe darunter, nicht Masche darunter, einstechen und auch noch in die vierte Reihe, in die dritte und in die zweite Reihe darunter einstechen. Und den Faden durch den Arbeitsfaden durch alle Schlingen auf der Nadel ziehen. Und dann darauf achten, dass du keine feste Masche überspringst. Weiter mit 1, 2, 3, 4, 5 festen Maschen. In die sechste Masche einstechen und Arbeitsfaden durchziehen. Und nun wieder 2 Maschen zurück, also davor in der Reihe darunter einstechen. Noch eine Reihe darunter in der nächsten Lücke einstechen, Faden durchholen und so hochziehen bis zur Reihe hoch. Noch eine Reihe darunter in die nächste Lücke einstechen, Faden hochziehen. Wieder eine Reihe darüber, nächste Lücke einstechen, Faden durchziehen und hochziehen. Und noch eine Reihe darüber in die nächste Lücke einstechen. Den Arbeitsfaden durch alle Schlingen ziehen und in die nächste feste Masche wieder eine feste Masche häkeln. Und achte darauf, dass du hier oben in der aktuellen Reihe keine festen Maschen überspringst. Wir lassen also keine Maschen aus. Sonst hast du dann zu wenig Maschen. Ist aber auch kein Drama. Wir können das dann nachher korrigieren. So, hier hast du nun schon 2 Kometenschweife. Und das Ganze noch einmal. In die sechste Masche einstechen, Faden holen, 2 Maschen rechts davor in der Reihe darunter einstechen, Faden durchziehen, hochziehen, kein Umschlag, in der Reihe darunter in die nächste Lücke einstechen und wieder Faden hochziehen, noch einmal Reihe darunter einstechen, Faden hochziehen. Und wieder in die nächste Lücke in der Reihe darüber, Faden hochziehen, nächste Lücke Reihe darüber, Faden hochziehen.
Arbeitsfaden durch alle Schlaufen ziehen und gleich in die nächste Masche, keine Luftmasche, gleich in die nächste feste Masche wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Und so geht es weiter, wieder 5 feste Maschen. In der sechsten den Faden durchziehen, 2 Maschen vorher in der Reihe darunter, Faden durchziehen, hochziehen, Reihe darunter, nächste Lücke, Faden durchziehen, hochziehen und noch einmal Reihe darunter und Reihe darüber, nächste Lücke, Reihe darüber, nächste Lücke und den Arbeitsfaden durch alle Schlingen auf der Nadel ziehen und wieder weiter mit den festen Maschen. Und am Ende der Reihe machen wir noch ein halbes Motiv. So sieht es nun aus. So, und wir stechen nochmal ein. 2 Maschen vorher in der Reihe darunter, keine Umschläge dazwischen, das mache ich hier falsch. Und noch bis zur untersten Reihe Fäden hochziehen und fertig. Und weiter geht es mit 3 Reihen fester Maschen. Wieder eine Wendeluftmasche, in jede Masche eine feste Masche. Und da können wir jetzt, da zählst du jetzt durch, ob du noch genauso viel, nämlich in meinem Fall 30 Maschen hast. Wenn nicht, dann gleichst du das einfach in der nächsten Reihe aus, indem du die eine oder andere Masche verdoppelst. Also 2 Maschen in eine feste Masche häkelst. So, nach 3 Reihen fester Maschen wieder ein Farbwechsel und nun versetzen wir das Muster. Das machst du nun nach Augenmaß, du brauchst gar nicht zu zählen. Ich beginne hier mit einer festen Masche. Und mach gleich am Anfang ein Motiv, also Faden durch die nächste Masche holen, 2 Maschen zurückstechen in der Reihe darunter, nächste Masche noch eine Reihe darunter, keine Umschläge dazwischen. Und noch einmal in der Reihe darunter Faden holen. Nicht vergessen, die Fäden so hoch ziehen, wie die Reihe ist. Das mache ich dann nicht sehr sorgfältig. Das wird sich dann ein bisschen zusammenziehen. Also immer darauf achten, die Fäden hochziehen. Alle Schlingen abmaschen und da wieder darauf achten, dass du keine feste Masche übergehst. Und 5 bis 6 Maschen dazwischen. Mache es hier nach Augenmaß. Nachdem diese Kometenschweife ein bisschen schräg sind, ist es nicht wirklich exakt die Mitte, wo der nächste versetzte Kometenschweif hinkommt. Also bei mir sind hier 5 Maschen dazwischen. Wie gesagt, richte dich hier nach deinem Augenmaß. Alles andere passiert genauso wie vorher. Das Muster wird hier nur versetzt. Und gleich wieder in die nächste feste Masche mit festen Maschen fortsetzen. Wie gesagt, ein tolles Muster für Mützen. Und wirklich einfach zu häkeln. So, und darauf wieder 3 Reihen fester Maschen. Kontrollieren, ob du noch die gleiche Maschenzahl hast und eventuell korrigieren. Und so sieht das Muster aus. Hübsche, fröhliche Sternchen für deine Mütze. Viel Freude damit!